Was ist der Unterschied zwischen zahlen und bezahlen? Nun, oft werden diese Wörter wie Synonyme gebraucht. Ja? Du kannst sie also miteinander austauschen, aber es gibt ein paar Besonderheiten. Es gibt Situationen, wo du nur eines benutzen kannst. Zum Beispiel kannst du nur bezahlen benutzen, wenn es darum geht, eine Person zu bezahlen. Ja? Ich habe zum Beispiel vielleicht ein handwerkliches Problem. Ja? Ich möchte, dass etwas repariert wird. Also muss ich einen Handwerker bezahlen. Ja? Wenn ich einer Person Geld gebe, dann bezahle ich diese Person. Ja? In diesem Fall kann ich nicht zahlen sagen. Ich muss sagen, ich bezahle einen Handwerker. Ja? Und die zweite Situation ist, wenn ich etwas vollständig, also wenn ich etwas fertig bezahle, ja? Zum Beispiel ein Haus. Ja? Ein Haus muss man abbezahlen. Ein Haus kostet sehr viel Geld und deswegen zahlt man es ab. Ja? Und wenn man fertig ist mit dem Zahlen, dann hat man das Haus bezahlt. Ja? Man ist fertig. Ja? Also, merke dir, bezahlen benutzt man, wenn man etwas fertig bezahlt hat oder wenn man eine Person bezahlt. In diesen beiden Situationen kannst du nicht zahlen sagen. In diesen Situationen musst du bezahlen sagen. Ansonsten sind bezahlen und zahlen beliebig austauschbar. Zahlen ist übrigens noch allgemeiner. Zahlen hat noch eine weitere Bedeutung. Wenn ich zum Beispiel sage, Firma X gibt mir gutes Gehalt. Ja? Firma X zahlt gutes Gehalt. Dann kann ich zum Beispiel sagen, Firma X zahlt gut. Ja? Da zeigt sich, dass man Zahlen allgemeiner benutzen kann. Ja? Ansonsten mach dir nicht zu viele Gedanken. Es sind hauptsächlich oder meistens Synonyme. Okay? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss!